Der kann's. Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinem einstigen Stellvertreter Joe Biden offiziell seine Unterstützung im Kampf um das Präsidentenamt zugesichert. Seine Videobotschaft auf Twitter wurde als Signal der Einigkeit an die US-Demokraten verstanden. Die Art von Führung, die von Wissen und Erfahrung, Ehrlichkeit und Demut, Mitgefühl und Anstand geleitet wird, diese Führungsqualitäten gehören nicht nur in die Hauptstädte unserer Bundesstaaten und Rathäuser, sie gehören ins Weiße Haus. Und deshalb bin ich so stolz, Joe Biden als künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu unterstützen. Joe als Vizepräsident, das war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Und er wurde ein enger Freund. Ich glaube, Joe hat alle Eigenschaften, die wir bei einem Präsidenten brauchen, gerade jetzt. Nach dem Rückzug des linken Senators Bernie Sanders vor einigen Tagen steht der 77-jährige Biden quasi schon als Herausforderer des Amtsinhabers Donald Trump bei der Präsidentenwahl Anfang November fest, lange vor den Vorwahlen. Biden war von 2009 bis 2017 Vizepräsident unter Obama.